Starfotograf Manfred Baumann glänzte nicht nur mit seiner neuesten Ausstellung live unretuschiert und unzensiert, sondern auch mit einem ganz besonderen Juwel, Lisa Edelstein, Hollywood-Schauspielerin und Star aus der Fernsehserie Dr. House. Man sitzt hinten irgendwie in der Umkleide mit ihr und isst von den gleichen Trauben. Sie ist auch entspannt und vor allen Dingen, du findest sie auch noch ganz toll. Das kommt noch dazu. Ja, als Ärztin, als Schauspielerin, als Frau definitiv. Und sie ist very easy, ja. Also sie fährt zum Beispiel mit dem Citybike durch Wien und sieht sich Wien an. Ja. Sie ist sehr unkompliziert, wirklich. Die Menschen, die mich erkennen, sagen entweder etwas Nettes oder sie bekommen diesen ganz speziellen starren Blick. Ich zeige Ihnen. Sind Sie bereit? Der prominente Besuch kam extra angereist, um die Ausstellung mit Porträts zu eröffnen. Das Schöne daran ist, dass man 100 Jahre gelebt hat und dass jede kleine Geschichte irgendwo im Gesicht vermerkt ist. Heutzutage lassen sich zu viele liften und dann erzählt das Gesicht keine Geschichte mehr. Mit Botox schaut man nie besser aus, nur anders. Haben Sie schon was machen lassen im Gesicht? Nein. Sind Sie operiert? Nein. Nein. Ich möchte den sehen, der noch nichts gemacht hat. Nein. Nein, war das ein Hinweis, dass wir das machen lassen sollten? Kaum fährt man mal nach Wien, schon muss man wieder wegfahren mit dem Gedanken, ich muss mich dringend mal wieder operieren lassen.